Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 7:15 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum Rhein. Ich habe 3 Tage Zeit, hier von Hauset bis zum Rhein zu fahren. Heute dürfte ich 100 Kilometer machen. Und ja, das durch die Eifel, das könnte auf die Muskeln gehen. Lala, bin ich nervös. 3 Tage und ich muss alles dabei haben. So, hallo und nochmal guten Morgen. Ich bin jetzt hier in Raren am Bahnhof und hier ist eine Hinweistafel, denn es geht jetzt hier über die Fennbahnstrecke rauf zur Eifel. Ich werde jetzt so über 90 Kilometer Fennbahntrasse fahren und zwar geht es jetzt zuerst mal Richtung Rötchen und später nach Monschau und so weiter, Sorbrot und Weißmiss. Auf diesen Tafeln hier kann man sehr gut sehen, wo es lang geht und auch wie viele Höhenmeter es dann geben wird. Zuerst geht es also hier mal schön rauf, aber immer gleichmäßig bergauf. Der Himmel verdunkelt sich. Gegen Mittag soll es Regen geben. Ihr habt es gesehen, mir ist leicht warm geworden. Mir mal eine dünnere Weste angezogen.
Meine zwei ersten Stunden bin ich jetzt unterwegs, habe 36 Kilometer und bin jetzt hier auf Höhe von Monjau. Immer noch auf der Fennbahntrasse und es geht jetzt runter nach Küchelscheid. Die Sonne hat sich jetzt völlig verzogen und es ist recht kühl. Ich glaube, ich muss mir gleich auch noch Handschuhe anziehen. Ihr seht, ein ganzer Hügel voller Narzissen. Hier bin ich in Raren gestartet und jetzt Monjau und Kalter Herberg, da bin ich jetzt. Kleine 10 Uhr Pause war das gerade. Jetzt geht es weiter nach Surbrot und Weißmis. Das Weißmis sind jetzt 20 Kilometer, leicht bergauf. 43 Kilometer habe ich bis jetzt gemacht. Ja, es könnte ein Drittel sein. Ich hoffe, dass es nicht mehr werden als 120. Sonst bin ich heute Abend sehr gebügelt. Holala. Wir kommen jetzt hier nach Surbrot und in Surbrot gibt es eine Bäckerei. Das ist meine Lieblingsbäckerei, wenn ich hier auf dieser Strecke fahre. Und ich hoffe, dass sie geöffnet hat, sodass ich mir ein Baguette mit Käse bestellen kann. Das ist dann für das Mittagessen, das nehme ich mir dann mit.
jetzt bin ich hier an einer Gabelung. Die Fennbahn geht geradeaus, aber ich nehme hier die Querverbindung. Fennquerbahn heißt die, glaube ich. Hier vorne steht Linie 45A. Und die Fennbahn hat die Nummer oder die Linie 48. Die nehme ich jetzt nicht, sondern ich fahre jetzt darauf. Bin von da gekommen und fahre jetzt darauf Richtung Büllingen und Bütchenbach. Hier zwischen Wittgenbach und Losheim ist man dabei, die Gravelstrecke auszubauen bzw. zu teeren. Und schon jetzt kann man hier klasse fahren. Noch vor einem halben Jahr lagen hier grobe Schottersteine. Aber so macht es natürlich Riesenspaß. Wird auch noch extra für mich hier geputzt. Das lasse ich mir gefallen. Und da vorne laufen auch noch Arbeiten. Hoffentlich ist jetzt nicht gesperrt. Sie haben mich vorbeigelassen. Das würde ich jetzt mal mit frischer Asphalt übersetzen. Da es gestern hier noch gesperrt war, also bin ich keinen Tag zu früh gekommen, um die Strecke hier auszutesten. Gleichzeitig eine Information für alle, die hier diesen Fennbahn-Querweg benutzen möchten. Von Weißmüß nach Jünkerath. Die sehen jetzt, man kann ihn befahren, ohne holprige Schotterpiste. Wunderbar. Zu früh gefreut. Also wirklich zu früh gefreut. Da gibt es kein Vorbeikommen. Die bestehende Teerschicht wird jetzt noch eine letzte abschließende Teerschicht aufgetragen und dafür wurde auch eben hier geputzt. Nicht für mich, sondern für die Abschlussteerschicht. Das heißt, ich muss einen Umweg fahren. Schade Marmelade. Auch schön, dann gibt es eben eine landschaftliche Nebenstraße. Gucken, ob ich gleich noch mal auf den Ravel komme. Sonst werde ich improvisieren. Ich habe meine Karten im Kofferraum. Wir werden sehen. So, die Fennbahn-Quertrasse, die hat mich wieder. Jetzt ist sie noch besser, die Strecke. Also ich denke, das Stückchen hier ist
letzten Freitag geteert worden. Für die kommenden zwei Tage habe ich jetzt Belgien verlassen. Bin jetzt auf deutschem Hoheitsgebiet. Mein nächstgrößeres Ziel ist Blankenheim, denn in Blankenheim beginnt der Aachrad. Denn in Blankenheim beginnt der Aachtal-Radweg, so hieß es, oder so heißt es. Und dann werde ich der Aar folgen bis Insul. In Insul werde ich mein Bettchen finden. Ich bin jetzt 4 Stunden unterwegs und habe 75 Kilometer geschafft. Das ist so hoffentlich etwas über die Hälfte der Tagesstrecke heute. Ja, also zum Rhein werde ich erst morgen kommen. Das werde ich heute nicht schaffen und auch nicht wollen. Wenn ihr denkt, oh, der Michael, der fährt die ganze Zeit über die Straße, wo sind denn die Autos? Also hier ist eine Straße, ein Straßenbelag extra für Fahrräder oder Fußgänger, Inlineskater, eine kilometerlange Strecke. Früher fuhr hier mal die Bahn. Ja. Traumhaft. Durch die Eifel, ohne große Steigungen. Solltet ihr mal probieren. Kann ich nur empfehlen. Mittagspause. 12 Uhr. Die Fendt-Querbahn, die nennt sich hier hinter oder bei Halsschlag vor dem Kronenburger See, nennt sie sich Killradweg. Ich bin also jetzt auf dem Killradweg und hinter dem Kronenburger See muss ich dann links abbiegen und diesen schönen Weg verlassen. Muss ich rauf nach Dahlem und nach Blankenheim. Ich habe schon 90 Kilometer geschafft und so langsam spüre ich meine Beine, vor allen Dingen mein Knie. Da unten liegt der Kronenburger See. Thank you.
So, jetzt haben wir Eifel pur. Kaum von den Radwegen, von den Flussradwegen oder Bahntrassenradwegen weg, geht es dann steil rauf. Oh. Hier nach Kronenburg. Gott sei Dank geht jetzt wieder runter. Das war schon heftig. Ob das so eine gute Entscheidung war? Boah, hier geht's rauf. Ich habe gerade mal 50 Meter geschafft. Bugioch. Frag mich nicht, wie ich nach Bugioch komme. Schon wieder auf der Karte verlesen. Besser kann man nicht beschreiben, was ich gerade durchmache. Da steht Pilgerweg. Ich sage euch eins, die wollen einen umbringen. Boah. Planänderung, ich fahre nicht nach Munter.